Gee, it's strange how sounds can let you down. So, meine Freunde, ich bin wieder euer Pupika und herzlich willkommen bei Watch the Geekman und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und wir probieren uns heute mal an einem AIM-Trainer aus. Das ganze Ding heißt AIM-Lab. Apropos AIM-Trainer, Freunde, ne, wenn ihr den Pupika weiter beim AIMen in anderen Spielen zuschauen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal und klickt die Glocke, ja, damit ihr keinen AIM-Fail mehr vom Pupika verpasst, ne? So, was steht denn hier? Willkommensbildschirm. Willkommen bei AIMLab. Empfindlichkeit. Sichtfeld. So, ich spiele meistens so auf einem 90er FOV. Ja, ADS finde ich nämlich auch immer so ein bisschen. Ich finde das immer besser, wenn das näher ist. Wir werden dich durch ein paar Trainingsaufgaben führen und zwar einen nach der anderen. So, Freunde, probieren wir das einfach mal. Ob sich das lohnt, überhaupt runterzuladen. Das sind nämlich 8 GB, die ihr runterladen müsst. Oh, jetzt hier. Habe ich jetzt hier auch gleich? Ja. Okay, Leute, wir sind voll drin. Wir sind voll im Game hier. Haben wir daneben geschossen schon, aber das passt schon. Das sind ja relativ groß, die Kreise. Kann man ja nicht so verfehlen. Wie lange geht denn das noch? 15 Sekunden, 14 Sekunden. Jetzt habe ich auf die Uhrzeit geguckt. Ich komme gar nicht mehr hinterher, ey Freund. Das wird immer schneller, habe ich das Gefühl. Oder ich verliere einfach den Fokus. Okay. 43.000 Punkte, Freunde. Ich glaube, ich war jetzt nicht so kacke. Ich habe einfach voll daneben geaimt, ne? Ich habe 39% Kills. Okay, Freunde, das war hier Tutorial. Mal einfach mal weiter. 40%. Was ist jetzt hier? Hallo? Ergebnisse, Erkenntnisse, Stärken, Schwächen. Schwäche in den unteren. Your accuracy for targets on the lower half of your screen is a little lower than targets on the upper half of the screen. Okay, was sagt es mir jetzt? Freunde, wisst ihr, woran das liegt, glaube ich? Mein Monitor, der ist relativ weit unten. Also das heißt, wenn ich geradeaus gucke, dann gucke ich auf jeden Fall, also wenn ich jetzt so geradeaus gucke, ja, ihr seht das gerade nicht, aber dann gucke ich auf dieses Fenster, also wo Stärken steht. So auf die Höhe, das ist meine Augenhöhe. Nach unten muss ich immer erst die Augen bewegen. Ich mache jetzt mal mein Monitor auf jeden Fall mal ein Stückchen höher. So, jetzt, wenn ich jetzt gerade ausgucke, ist es genau die Mitte. Vielleicht ist das ja sogar besser. Ja? Genauigkeit 87%, das ist schon okay. Okay, wir machen einfach mal weiter. Mikroschuss. Das war jetzt Gitternetzschuss, jetzt kommt Mikroschuss. Schuss, was da auch immer kommen wird. Scheiße, ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen. Ach Mensch, der Pupika wird da alles versaut. 3, 2, 1, los. Oh, der geht leider weg, alles klar. Kommt er wieder näher, kommt er wieder näher, bitte. Das ist doch viel zu weit weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin doch kein Pro-CS-Spieler, meine Fresse. Och, nee, ach, ach. Nee, nicht so weit weg. Och, nee, der kleine roter Ball. Bleib doch hier. Geh doch nicht weg, komm doch einfach näher, bitte. Oh, was jetzt? Leute, ganz schlecht. Erkenntnisse. Freunde, wir gehen jetzt mal auf Erkenntnisse. Ich bin auch Sniper. Boom, Kopfschuss. Du hast in diesem Durchlauf bei der Präzision und Genauigkeit besser als 90% aller Spieler abgeschnitten. Freunde, Genauigkeit 90%. Erkenntnisse. Deadly Combo. Meine Stärken. Amazing. You're not only accurate, you are also precise. Okay. Also, Freunde, ich bin nicht nur akkurat, ich bin sehr präzise. Also, Freunde, mein Skillset ist so gut, dass ich auf jeden Fall in jedem FPS-Spiel dominieren werde. Linksseitige Schwäche. Ah, hier steht's. Ja, das stimmt, weil das hey, Leute, dieses also das, was der mir anzeigt, das stimmt. Weil meine Tastatur ist relativ nah zur Maus. Das heißt, ich schiebe jetzt meine Tastatur ein Stückchen weiter nach links. Ich bin Rechtshänder. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Vielleicht funktioniert das ja sogar. Bestenliste. Mal gucken, wo stehen wir hier? Wo ist denn der Pupika? Ja, no matches for... Okay. Oh, okay.
Okay, mich findet er schon gar nicht mehr. Okay, Freunde, kein Problem. Aber, wie gesagt, Boom-Kopfschuss, ne? So, weiter. Erkennen Aufgabe 4. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal, Freunde. Nein! Ah! Bin ich aus Versehen drauf gekommen. Müsst ihr mir verzeihen. Freunde, habe ich irgendwas Cooles? Ziele 99%. Ja, ich habe immer quasi, ne? Falscher Alarm. Ja, tut mir leid. Okay, wir gehen mal auf Erkenntnisse. Ich habe leider keinen super amazing Sniper oder sonst irgendwas. Hier geht es ja nur um ein Dingens. Linksseitige Schwäche. Ne, wieso denn? Das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht ist mein linkes Auge ein bisschen kaputt, Freunde. Das kann natürlich sein. So, Stray-Verfolgung. Ah, okay, muss ich draufbleiben mit der Maus. Oh Gott! Hör doch auf, mach doch nicht so schnell, Junge. Ich bin auch echt verkrampft immer. Ich krampfe immer meine Finger an der Maus. Kennt ihr das? Wenn ihr auch dasselbe Problem habt, was soll ich da machen? Freunde, war ich schlecht, Freunde. Das könnt ihr keinem erzählen. Erkenntnisse. Okay, zum Glück keine Erkenntnisse. Also, alles scheiße. Das geht ja viel zu schnell, ey, Freunde. Ey, wirklich. Letztes Spinnenschuss, Freunde. Click to continue. Nicht so schnell. Der Publikum kommt nicht hinterher, Freunde. Ich schieße mit einer Pistole. Bauerfeuer würde ich einmal losprügeln und dann würde ich schon irgendwas treffen. Ich bin auch kein Shroud. Hobby hat eine neue Shroud hier. Boah. Freunde, ich bin Bronze. Bronze 4. Platin. Weil wie jetzt Platin oder was? Wie jetzt was nur Platin? Platin. Platin 4 oder was? Freunde? Was heißt denn das jetzt? Die gratulieren mir, die. Die rufen alle Puro Pika. Meine Fresse. Ist das jetzt gut, Platin 4? Ich weiß es nicht. Back. Freunde, hier, guckt euch das an. Diamond, Wahrnehmung. Diamond 1. Aimlab spielen. So, Freunde, das Tutorial ist jetzt abgeschlossen. Ich würde mal sagen, damit war es das jetzt hier auch. Es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, ein Video für euch zu machen. Das war's von mir. Abonniert die Glocke. Abonniert den Popiker, meine ich. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, Freunde. René Hohen, euer Probiker. Bis zum nächsten Mal. Player left.